Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Ich bin's, euer Giga Greeby von Giga Lavastia, dem kleinen bescheidenen Hort rund um die Welt von Pokémon. Und ich mache gleich eine Spritztour mit euch. Shopping Spree ist heute angesagt, denn ich habe Bock, mal wieder ein paar Pokémon-Karten zu kaufen. Und ich will mich mal überraschen lassen, was denn in so diversen Geschäften überhaupt vorrätig ist. Deswegen steigen wir ein und gucken einfach mal, was ist denn aktuell so im Markt überhaupt erhältlich. Also ich würde sagen, ich denke, das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen, oder? Das habe ich schon. Neuen Design. Das Ding ist, wir könnten das mitnehmen, aber ganz ehrlich, vielleicht ist ja hier auch Drachenwandel drin. Das wäre natürlich noch geiler. Ja, wir nehmen die weiter. Ja. Vorher noch auswandern. Mediamarkt Pokémon-Karten kaufen ist schwierig, weil es ist arschteuer. Wir wollen für die Stadionbox einfach 78 Euro haben. Die Mobbix-Box für 28 ist nicht gerade der absolute Schnäppchenpreis. Aber sie haben relativ viel. Aber nichts für mein Geldbeutel. Hört ihr das? Das ist das Geräusch der Hits. Also, ich denke, wir werden um Zenit der Könige nicht drum herum kommen. Ich sag's nur schon mal. Und die Blister sind im Angebot von Karmesin und Purpur. Wäre theoretisch auch eine Option, weil ich ja immer noch das Miraidon EX suche. Also von daher wird es wohl darauf hinauslaufen. Boah, so, und da sind wir auch schon wieder, ihr Lieben, mit ganz, ganz vielen tollen Sets. Oh, guckt es euch an. Das ist unsere Ausbeute. Absolut Premium hier. Neues Blister, eine Mini-Tin, ein Blister hier mit Arcani und dieser tollen Tinbox. Und ich hoffe und bete, dass hier Drachenwandel mit dabei ist. Das wäre natürlich überragend, wenn wir hier nochmal die Chance hätten, eine geile Karte aus Drachenwandel zu ziehen. Aber da diese Box aus Rossmann ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht hat es auch eine andere Seriennummer und damit könnten schon wieder ganz andere Booster damit drin sein. Jetzt wollen wir aber mal schauen, was wir denn hier eigentlich dabei haben. Also wir haben hier auf jeden Fall 10,99 schöne Mini-Tin mit Deleon zu Zenit der Könige. Das geht immer 9,99 diese beiden Booster hier mit einem neuen Design von Rossmann, ein schönes Dreierblister zu Karmesin und Purpur, wo es noch eine Menge Chase-Karten von mir gibt, die ich brauche, und halt für 24,99 diese Tin hier mit Silvaro V. Muss man aber dazu sagen, ich habe bei dem Rossmann-Einkauf noch 10% Rabatt gehabt, wegen des App-Coupons, das ich euch immer nur wieder empfehlen kann, euch da die App zu besorgen oder mal im Briefkasten zu schauen. Wenn ihr Werbung zulasst, dann habt ihr auch manchmal diese 10% Rabattcoupons drin. Wir gehen rein als allererstes in das Arcani-Blister mit einer sehr, sehr schönen Promokarte, die auch nicht schlecht gesendert aussieht. Swirl ist hier, glaube ich, aber nicht dabei bei dem Arcani. Trotzdem sehr cooles Pokémon natürlich auch. Und öffnen Karmesin und Purpur. Jetzt eine schöne Special Illustration Rare von Miraidon EX, das wäre doch traumhaft. Pflanzenenergie, 3, 2, 1... Es ist leider nur Wasser, aber wir wollen natürlich hier vor allem die Hits sehen. Wir haben schon sehr viel ausgepackt, unter anderem auch ein Display von Karmesin und Purpur. Und jetzt haben wir die Chance auf ein paar schöne Hits, wie zum Beispiel mit dem süßen Hefel. Was kommt als nächstes? Hefel, bist du unser Glücksbringer? Ja, bist du! Der erste Hit ist da, Staralili als Illustration Rare. Was eine zauberhaft schöne Karte. Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, sieht aber wirklich fabelhaft aus. Guckt euch doch mal die Karte an. Und die ist auch, naja, links ein bisschen dicker, aber vom Centering ist es schon vollkommen fein. Ach, ist die hübsch. Das ist ja wirklich wieder mal zuckersüß hier. Und wir haben sogar die Chance auf einen Doppelhit. Schauen wir direkt mal. Es ist aber nur ein Grimanzo und über das Centering sprechen wir nicht. Oh, geil. Der erste Hit hier im ersten Booster. First Pack Luck für uns. Nice.
Let's go. Nächstes Booster mit Gyarados drauf. Gyarados als Full Art ist auch hier im Set drin. Stimmt. Elektroenergie. 3, 2, 1. Und es ist Feuer. Nach Wasser kommt Feuer. Ja, warum denn auch nicht? Schon wieder ein süßes Hefe. Süß. Purmel ist am Start. Driftlon. Felori. Rabigator, Flamingo, natürlich alles Karten, die wir schon gesehen haben. Aber wir wollen natürlich jetzt hier auch gleich den nächsten Hit, oder nicht? Guck mal, da kommt gleich wieder Cremanzo. Und, oh, ist das ein Hit oder nur eine normale Holo? Es ist eine normale Holo, es ist Herashai. Es ist Herashai, ihr Lieben. Aber hier wenigstens besser gesendet das Cremanzo. Next, letztes Booster aus unserem Arcani Blister. Und ihr Lieben, ich möchte übrigens kurz anmerken, das ist das erste Mal, dass ich gleich mehrere Sets in so einem Video mal auspacke und so auf so eine Shopping-Tour gehe. Unlichtenergie, 3, 2, 1. Das heißt, wenn euch sowas gefällt und ich sowas öfter mal machen soll, dann schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da und abonniert natürlich auch gerne meinen Kanal. Denn umso mehr der Kanal hier wächst, umso öfter kann ich sowas auch mal machen. Das ist dann gar kein Stress. So, vielen Dank auf jeden Fall für euren Support. Süßes Flanival. Oh, Pepper Full Art, Alt Art, Mastivioso Alt Art, auch richtig, richtig gut. Ich glaube, ich werde nicht drum rumkommen, nochmal ein Display auszupacken vom Basisset. Jetzt aber erstmal hier gucken. Trommelwirbel, haben wir noch einen schönen Hit hier drin. Erstmal nur Raffel. Und dann haben wir noch einen Goraidon. Okay, nehmen wir so, aber hey, schon mal der erste Hit hier gesnackt, gesichert aus unserem Arcani-Blister. Weiter geht's mit Zenith der Könige und Deleon. Ich habe ja immer noch keine Goldkarte gefunden, immer noch nicht, ich weiß. Ich kann es ja selbst kaum glauben. Und Stahlenergie, 3, 2, 1, let's go. Okay, Deoxys Alt Art wäre zum Beispiel auch noch ein absoluter Traum. Deoxys, auch eines meiner Lieblings-Pokémon, steht da bei mir hoch im Kurs, fände ich Premium. Aber wie gesagt, eine Goldkarte, das ist die absolute Suche für mich. Aber leider ist es hier nur ein Bidiza als, als Reverse Holo. Und dann haben wir noch... Oh, Nitz, Zeraoravi mit Clownschlitzer und donnernder Einschlag. Ich habe ja bereits die V-Star-Karte von Zeraoravi 1, 2, 3 Mal, glaube ich, sogar mittlerweile gezogen. Hier bin ich mir unsicher, ob ich die überhaupt schon hatte, diese normale V. Sehr, sehr sweet. Erster Hit hier in der Zenith der Könige Minitin. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Sehr, sehr cool. Ist auch schon der zweite Hit hier insgesamt für uns. Und das Tolle ist bei Zenith der Könige, es können natürlich auch Doppelhits in dem Booster mit drin sein. Und ich sage, Kampfenergie. 3, 2, 1, let's go. Erstes Wasser. Energieumschalter. Rockheimann. Lunastein. Owei. Libiscus. Emolga. Und jetzt kommt, glaube ich, die... Was? Nee, noch nicht, aber jetzt... Ja, da ist es. Ich hab's gesagt. Ich hab gerade noch drüber gesprochen, ihr Lieben. Ich hab gerade noch über Deoxys Vista gesprochen. Und da ist es. Wie cool ist das denn? Oh, da geht mir ein Herz auf. Oh, da geht mir ein Herz auf. Ist das cool? Oder ist das cool? Wie nice ist das denn? Eine Chase-Karte von mir. Und wir ziehen sie hier in der Deleon Zenith der Könige Minitin. Oh, ist das ein Traum. Guckt's euch an. Deoxys V-Star mit dem Psycho-Speer und der Sternenkraft. So eine schöne Karte. Es gibt noch das V-Max-Pendant zu Deoxys V-Star. Wir haben jetzt hier die V-Star gezogen. Die ist so cool. Die ist so, so schön. Und vielleicht kriegen wir sogar noch einen Doppelhit. Trommelwirbel, komm. Was ist noch hier mit dabei? Doppelhit oder nicht? Das ist wirklich ein Doppelhit. Das ist doch Glurak V-Star passend zu Deleon. Ich fasse es nicht. Was für ein geiles Booster ist das denn? Und die Karte habe ich auch noch nicht gezogen. Die hat mir auch noch gefehlt. Oh ey, das Master Set, es rückt Stück für Stück näher von Zenith der Könige. Ich kann nicht aufhören mit dieser Erweiterung. Explosives Feuer und der Sternengroßbrand. 320 Schaden, böllert das Glurak V-Star. Ist das der Hammer? Das ist ja genial. Was ein cooles Booster. Das packe ich nicht. Das ist ja gigantisch. Drei Hits aus einer Minitin. Genial.
ein absoluter Traum. Und bevor wir schauen, ob sich hier ein Drachenwandel-Booster verbirgt mit einer eventuellen Ordart-Karte, packen wir noch diese beiden Booster hier aus einem Blister von Rossmann aus mit Silberne Sturmwinde und Karmesin und Purpur. Karmesin und Purpur hatten wir ja gerade eben schon mit Arcani. Da haben wir ja bereits einen Hit rausgezogen. Aber ich habe euch auch gesagt, da sind noch eine Menge Karten von mir drin in diesem Set, die ich gerne ziehen wollen würde. Feuerenergie, 3-2-1. Insofern hoffen wir mal, dass vielleicht in diesem Blister hier noch eine tolle Überraschung für uns dabei ist. Aber wir haben natürlich mit Zenith der Könige gerade schon sehr, sehr gut vorgelegt. Koraidon, die erste Reverse Holo. Und dann haben wir leider nur Sengo. Und danach noch, na komm, Glad Imperium. Das kennen wir natürlich schon. Silberne Sturmwinde ist das nächste Booster und das ist natürlich auch ein Fan-Favorite, glaube ich, mittlerweile, ne? Also, Silberne Sturmwinde, da ist Lugia mit dabei, andere schöne Ordarts, aber vom Preis her sind die ganz schön gefallen, alle die Karten. Kampfenergie, 3, 2, 1. So. Ja, ich wollte fast Feuer sagen, ihr habt es gemerkt, ne? Und dann habe ich mich doch nochmal korrigiert, hätte ich es mal lieber gelassen. Aber hey, es gibt auch tolle Trainer Gallery Cards zum Beispiel hier in diesem Set. Würde ich auch feiern. In Dynalos zum Beispiel gibt es hier. Und in Dynalos VMAX. Aber. Oh, und wir bekommen sogar einen Hit. Es ist zwar keine Trainer Gallery, aber ein strahlendes Hirashi. Oh, wie cool. Ey, wir haben eine richtig gute Pull Rate bis jetzt. Strahlendes Hirashi. Auch ein cooles Pokémon und mit dem Astralunglück auch gar nicht mal so unstark, ne? Also da wirft man zwar zwei Münzen und beide müssen Kopf zeigen, aber dann ist das aktive Pokémon des Gegners bereits kampfunfähig. Hab ich schon mal eingesetzt in einem Deck und das hat auch schon funktioniert und mir den Sieg gesichert gegen einen VMAX-Pokémon. Das ist natürlich gigantisch, da kriegst du gleich drei Preiskarten. Haben wir trotzdem noch was Schönes hier? Trommelwirbel, gibt's einen Doppelhit? Fragezeichen. Nö, das ist nur Keldeo. Aber hey, wir nehmen hier auf jeden Fall aus diesem Blister auch einen Hit mit. Und zwar das strahlende Hirashi. Und jetzt, Leute, seid ihr bereit? Gott, oh Gott. Ey, Macarena! Weg mit dem Plastik. In den Dingern war, glaube ich, zweimal Astralglanz drin. Dann einmal Drachenwandel und... Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Kampfstile, strahlende Sterne... Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall hier das Hisui Silvarovia als Promokarte. Ich habe die Top-Trainer-Box ja schon mal ausgepackt. Das Video könnt ihr euch natürlich auch gerne nochmal anschauen. Gar keine Frage. Ist schon ein bisschen älter. Und wir bekommen Astralglanz. Sehr gut. Da ist zum Beispiel Starmie-Wie. Trainer Gallery für mich noch als Chase drin. Da ist wirklich Drachenwandel. Yes! Oh, cool. Sehr, sehr nice, Leute. Sehr, sehr nice. Oh, ich bin heiß drauf. Und dann haben wir noch... Ah, schaurige Herrschaft war es. Zur Abkühlung. Habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Da sind natürlich auch tolle Karten mit dabei. Oh, jetzt bin ich aber... Ein bisschen nervös. Drachenwandel zu öffnen, das ist ja wirklich nicht mehr so einfach heutzutage. Wir fangen natürlich auch erstmal mit Astralglanz an, ja? Da habe ich auch noch, wie gesagt, mit der Starmie-Karte eine absolute Chase-Karte meinerseits. Gibt aber auch zum Beispiel Palkia als Alt-Art hier drin. Aber wenn ich eine Ordart haben dürfte hier, in dieser Tin, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn sie aus Drachenwandel wäre. Wir haben einen Mogelbaum, ein Mogel. So, jetzt habe ich es noch ein bisschen näher rangemacht. Es war gerade ein kleines bisschen unscharf. Kommt jetzt die Reverse. Geduld-Turbo. Aber ich glaube, hier ist ein Hit, Leute. Ich glaube, hier ist ein Hit. Eine V-Karte. Eine VMAX? I don't know. Schauen wir mal. Trommelwirbel. Es ist Hisui Tresella V. Das nehmen wir. Ist ein schöner Hit. Haben wir natürlich auch schon gezogen. Aber es geht munter weiter. Die Pull Rate, sie sieht ziemlich, ziemlich gut aus. Hisui Tresella V. Wird auch, glaube ich, momentan wieder gespielt in einigen Decks. Kann man durchaus mal mit reinnehmen. Unter anderem auch in meinem Spinsidias Deck ist dieses Hisui Tresella V mit drin. Könnt ihr auch sehr gern abchecken. Dazu gibt es bereits ein Video auf meinem Kanal. Schaurige Herrschaft ist an der Reihe. Auch hier gibt es Old Arts in diesem Set. Auch da steigen mittlerweile schon die Preise für Displays. Elektroenergie. Es ist Pflanze. Hügel des Dünerbaums. Camillo. Schneegipfelpfad. Formeo in der Schneeform.
Centering sieht jetzt auch wieder ein bisschen besser aus als gerade eben noch. Kloptopus und Golbit, wir haben lange keine schaurige Herrschaft mehr geöffnet. Und ich habe immer noch nicht die zweite Top-Trainer-Box davon aufgemacht. Nochmal vor Meo. Wuffles als Reverse. Und Trommelwirbel, was darf sein? Gibt es noch einen Hit? Nee, das ist nur ein Quarter-Mac. Haben wir auch schon mal gezogen. Ist nur eine Regular Rare. Leute, ich mach's spannend. Ja, ihr wisst es ganz genau. Wir machen natürlich nochmal Astralglanz auf. Stahlenergie. 3, 2, 1. Kurz falsch sortiert, aber ich darf was Schönes zeigen. Es ist wirklich eine Stahlenergie. Sehr sweet. Und der Tauschwagen ist am Start. Wichtige Itemkarte könnt ihr heutzutage immer noch spielen. Das heißt, schaut euch die ruhig mal an. Könnt ihr Basis-Pokémon tauschen und sogar heilen. Im Lost Zone Deck sind die vor allem gefragt. Und kriegen wir noch eine schöne Reverse? Nee, keine Trainer Gallery aus Australien. Schade. Aber vielleicht trotzdem noch nichts. Nee, nur eine Regular Rare Hisui Sal Magnis. Schade, schade, Schokolade. Aber das ist ja vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir eine V-Karte gezogen. Und hier noch die Chance, eine der krassesten Karten überhaupt zu ziehen im Pokémon TCG. Zum Beispiel Nachtara V-Max Old Art. Die könnte hier theoretisch drin sein. Das ist möglich. Ey, ich pack's nicht, dass ich hier wirklich gerade nochmal einen Drachenwandel-Booster auspacken darf, ihr Lieben. Das ist ja phänomenal. Ich sag Unlichtenergie. Man muss das Glück manchmal ein bisschen erzwingen. 3, 2, 1. Boah. Ey, das ist ja, glaube ich, so, wie wenn Leute irgendwie ein Basisset-Booster öffnen. Weil man ja dann doch schon immer, trotz der schlechten Pull-Rate in Drachenwandel, die Hoffnung hat, dass hier eine All-Art mit bei rumkommt. Vor allem natürlich eine Evolution. Oh Gott, das Centering von dem Kiesling. Amalias Entschluss. Und dann, in unserem letzten Booster, ist... Ja gut, das ist halt Drachenwandel, ne? Es ist Drachenwandel, Leute. Es ist eine schlechte Pull-Rate. Aber hey, da ist ein Drizella und wir hatten Hisui Drizella in der Tin. Ach, schade. Das ist schon ein bisschen bei Drachenwandel. Eigentlich denkt man sich so, vielleicht klappt's ja doch, vielleicht klappt's ja doch. Aber ihr Lieben, in jedem Produkt, das wir uns geholt haben, war was Schönes für uns drin. Wir haben hier eine schöne Illustration Rare aus dem Arcani Blister. Aus diesem Doppelblister haben wir das strahlende Jirashi. Die Mini-Tin von Zenith der Könige hat natürlich absolut bombastisch gegönnt hier mit 3 Hits. Überragend, vor allem Deoxys Vista als eine meiner Chase-Karten. Ohne der Tin-Box, okay, zugegeben, leider nur das Hisui Drizella V. Aber auch diesen Hit ehren wir natürlich. Insofern eine schöne Ausbeute, preislich kann das natürlich nie mithalten mit der unverbindlichen Preisempfehlung der Sets. Das darf euch nie aus den Gedanken raus, dass wenn ihr das Zeug öffnet, ihr nicht denkt so, oh, ist ja nicht reich mit den Karten, die ihr daraus zieht. Aber ich denke, die Pullrate ist vollkommen fein. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, dabei gewesen zu sein. Wenn dem so ist, Like da lassen, Abo da lassen, ab in die Kommentare schreiben. Und dann könnt ihr auch gerne Vorschläge machen, was ich mir vielleicht so kaufen könnte oder mal mit so einem bestimmten Budget arbeiten soll. Gerne sowas in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin, euer GigaGreevy von GigaLabastia. Ciao, ciao.